Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Omsi. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Wie in der letzten Folge natürlich angekündigt, fahren wir auch dieses Mal ein bisschen auf Alem Laurensbach. Und bin mal gespannt, wie euch die Linie gefällt. Die 821 in kurz und dementsprechend fahren wir das Ganze hier mit dem schönen Citybus O405. Ja, ein Schmuckstück ist das Ganze hier, ein Schmuckstück. Mal so ein bisschen PW haben wir wieder in letzter Zeit wieder rausgekramt jetzt hier. Aber es sind ja auch tolle Busse. Darf man immer nicht vergessen. Gibt natürlich den einen oder anderen Bus, den kannst du dir echt in die Tonne kloppen, was so PW angeht. Aber diese einzelnen Busse, die wir jetzt hier so hatten, die MAN Stadtbusfamilie, der Citybus O405, das sind alles wirklich richtig hochwertige Busse und machen richtig, richtig Bock. Ja, das muss man immer mal wieder so sagen hier. Und leider vergisst man diese Busse leider immer zu schnell, weil sie halt einfach, ja, manchmal ersetzt werden, wenn hier so neue Busse, gemoddete Busse oder sonst irgendwie was immer rauskommen. Ja, ist das aber hier immer noch ein Schmuckstück. Absolut Schmuckstück. So, aber wir wollen natürlich hier nicht über Schmuck reden, sondern wir wollen natürlich hier auch ein bisschen fahren heute. Dementsprechend, ich habe hier soweit schon, es ausgewählt. Und wir werden jetzt mal ganz kurz gucken, wie war das jetzt hier? Mode, nächste Seite. Machen wir weg hier, Linie, Route laden, bitte warten, Route laden, bitte warten, gib mir die Linie, so, sind wir, 821 habe ich gesagt, ne, macht er das, oder will er das nicht, mal gucken, was er uns jetzt hier schildert. Achso, wir hätten wahrscheinlich einfach nur Route 821 eingeben müssen, wa? 821, Schienenersatzverkehr nach Bortel. Nicht ganz. So, machen wir nochmal. 821, 00. Und dann können wir ja hier ausführen zwischen den beiden Route laden nach Ostschanze. Das ist heute unser Fahrplan. Und gleich müssen wir hier natürlich auch nochmal machen. Wir sind heute auf der 821 Richtung 02. Nö, sind wir nicht. 821-0001. Genau, von der Vero-Siedlung zur Ostschanze. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Druck. So, vorglühen. So, dann brauchen wir Temperatur. Wo ist Temperatur? Temperatur. Schon so lange mit dem nicht mehr gefahren. Hier, was ist das für ein Fahrtenschreiber? Ne, das Radio. Okay. Radio haben wir hier mit an Bord. Das sieht uns jetzt mal nicht so wirklich. Das ist aber die Heizung, ne? Ah ja, okay. So. Mal gucken, kriegt man jetzt heiß oder nicht? Und nach 4 Minuten, wir müssen noch langsam drehen. Wie ich das richtig gesehen habe.
wir kommen hier gerade durch. Aha. Die ist natürlich ein bisschen ungut. So, na gut, müssen wir leider rückwärts fahren. Wie sollst du denn hier rumkommen? Das verstehe ich gar nicht. Du spawnst doch da in der Ecke. Oh nein, oder? Steht da jetzt ein Bus? Das hat er aber ziemlich blöd gemacht hier. Eine Fahrkarte bitte. Oh, das wird so eine Fahrkarte. So. Dankeschön. So, dann müssen wir erstmal das und das. So. Vero-Siedlung, alles klar. So, jetzt müssten wir eigentlich soweit stark klar sein. Jetzt haben wir natürlich aber zu viel Zeit hier. So. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil du startest ja, habt ihr ja gesehen, ne? Hier startest du, kommst du doch gar nicht an die Haltestelle ran. Dann kommst du nicht durch. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich jetzt hier anders langfahren soll. Hier kannst du nicht langfahren, hier kommst du auch nicht durch. Also, hätte Sinn gemacht, weißt du, wenn du hier startest, dass du dann hier einmal rumfährst oder sowas. Okay, ja, das, aber dann hätte er doch mich hier spawnen können oder irgendwie sowas. Na, das ist wieder so ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht, warum man sich das so ausgedacht hat. Aber naja. So ist es halt. Sehr schön.
So, kommen Sie rein, junger Mann. Oh Gott. Schon schön detailliert hier alles, so hübsch ausgestaltet hier alles. Ich weiß nicht, warum ich Arnhem-Laurenzbach nie wirklich gefahren bin, ja. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Amazonstraße. Ja, keine Ahnung. Naja, so entdeckt man wahrscheinlich später immer noch Karten, ja, die dann extrem gut sind. Also sie ist halt wirklich abwechslungsreich. Hier zum Beispiel unsere andere, die Linie, die wir ja nun am Montag gefahren sind, ja, die war komplett anders gewesen. Ja. Das ist jetzt hier komplette Gegenteil. Jetzt hier viel Überland. Richtig nett. Richtig, richtig nett. Damals war halt die Performance bei mir aus irgendeinem unerklärlichen Grund übelst schlecht gewesen. Bei OMSI, also hier auf der Karte Arlheim. Und wahrscheinlich deswegen oder sowas, weil ich sie halt nie wirklich gespielt haben. Aber ich kann mich an die Stelle erinnern, weil hier ist nämlich dieses Amazon-Gebäude richtig großartig. Schon mal ein bisschen Werbung machen, geht das? Für alles ein bisschen blöd. Bahnhof Dörenhofen Süd.
15. So. Fachmarktzentrum. Gefällt mir also richtig, richtig gut, ja. Also ich denke mal so, wir haben jetzt zwar schon eine Karte ausgewählt für die nächste Leitstellenfahrt, ja, also die steht schon fast. Das ist mal wieder eine Payback-Karte, die wir auch schon lange mal wieder im Auge gefasst hatten, aber ich denke mal, so demnächst werden wir dann auch mal eine Leitstellenfahrt hier in Ahlheim-Laurenzbach machen. Ich hätte gern eine. Ja, also könnt ihr euch schon mal so weit drauf einrichten, schon mal vorbereiten. Dass wir hier auf jeden Fall mal den loscruisen werden. Ladet euch wirklich bloß die nackige Modded-Version runter. Ja, ich glaube, die gibt es bei OMSI Webdisk. Könnt ihr euch das Ganze runterladen. Ohne irgendwelche Linien, Erweiterungspacks oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob das nachher nicht funktioniert oder sowas. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, die ist mega abwechslungsreich. Weiß ich nicht, warum wir diese halt nie wirklich gefahren sind. Das ist schon wieder unerklärliche Gründe. Wie gesagt, ihr habt sie uns ja zwar immer so oft immer empfohlen und vorgeschlagen. Und ich war halt immer der Meinung so, oh nee, und hier und da funktioniert nicht und ruckelt und Nichts dergleichen. Nichts. Hallo. Guten Morgen. Okay, Tickets, ist ja Wahnsinn. Was ist denn da los? So, bei Dauerrot, Störung im Tunnel. Der Berliner Doppeldecker passt nicht durch. Ah ja, hier die Lampen runtergerissen, der LKW. Haltestelle, ich wollte schon nach links abbiegen. Guten Tag. Guten Morgen. Einmal Kurzstrecke. Wie du so richtig schön den Luftdruck hörst hier, ja? Wahnsinn. Danke. Verwaltungspark der Berufen. Sie erreichen von hier das Straßenverkehrsamt, das Jobcenter, das zentrale Außenamt und das Bürgerbüro.
Gottes Willen. Ziemlich nice. Problem ist, dass die Karte halt auch extrem viele Linien hat, wo du halt mal 40, 50 Minuten unterwegs bist oder sowas. Ey, das kannst du halt leider nicht in der Let's Play machen. Ja, sonst würde ich die euch auch noch zeigen irgendwie. Müssen wir mal gucken, wenn wir mal hier so Special machen oder sowas, wenn wir mal so eine extrem lange Folge machen. Dann werden wir mal uns mal Alheim-Lauritzbach genauer gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, hier bietet sich halt der Livestream halt idealerweise an. Mal die ganze Karte mal so ein bisschen genauer zu erkunden halt auch. Schwarzenholzstraße. Sie erreichen von hier das Amtsgericht. Oh, würdest du niemals mit dem Gelenkbus rumkommen, oder? Also ganz ehrlich. Das war schon viel zu... Industriegebiet Güterbahnhof. Ehrenhofen Schulzentrum. Immer diese roten Ampeln. Verspätung, ja, da muss ganz schön kämpfen hier. Der Bus ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Der braucht schon ganz schön lange, bis der mal ein bisschen auf Tempo kommt. Aber gewöhnt man sich. So, bitte grün jetzt für mich. Kann ja sein, dass wir jetzt hier nur Verspätungen jetzt wegen den Ampeln hier jetzt kriegen. Was ist denn jetzt los hier?
Du warst an dem Unfall nicht schuld. Alles klar. Das ist ja schon mal was. Hallo. Landwehrstraße. Naja, das war ja der Unfall vorhin. Landesfinanzschule. Du musst hier ganz schön brettern hier, Elternverwalter. Das ist echt nicht ohne gerade. Ist echt Hallo. Nicht ohne. Hallo. Grüezi.
Lentowitzstraße. So, 23 nur Ausstieg. Nee. Das ist jetzt unsere gewesen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit verpennt. Wo denn? Was ist denn mal so? Die fehlende Ortskenntnis, ja. Du musst dann erstmal wieder suchen und alles was. Das ist krass, wie schnell sich das Bad gewendet hat. Ja, wir waren hier schon bei 2 Minuten Verspätung. Jetzt haben wir hier sogar Verfrühung. Ist geil, die Karte. Die ist Schicht, ey. Wir haben ja echt noch eine Menge zu tun jetzt hier. So. Haben wir noch einen kurzer Dienstplan, oder? Warte mal. Naja. Das ist ein ganz schöner Dienstplan hier. Holy, holy, holy. Die geht ja schon fast 40 Minuten. Jetzt? So, ich würde jetzt auch gerne rüber.
Wenn ich runter habe, kannst du nochmal nichts machen. Ja, ist ja klar. Musst du nochmal stehen. Ja, das ist ja gerade so dieses, ja, da kriegt der Fahrer richtig Zeitdruck drin. Tja, so ist es, Leute. Genau so ist es. Aber es ist ja immer noch schön, ja, dass es was halt immer noch gibt. Du findest echt immer noch gute Karten, obwohl du halt Omsi schon, weiß ich, hier mit meine 1300 Stunden oder sowas. Ich habe jetzt gerade aktuell ein ganz anderes Licht auf Arnhem-Laurenzbach. Ein ganz, ganz anderes Licht. Hallo. Deren Hilfe Bahnhof, Umstieg zur RB19 und S15. Hallo. Duisburger Straße. Eine Fahrkarte, bitte. Oh. Was gibt's da? Also, mein Kleiner ging's gut. Oh, wirklich. Und hier alle Fahrscheine. Kohlenbahntrasse. Guck mal hier mit der Lok hier, ja, richtig geil. Guten Morgen.
Ich verspiele überhaupt nicht mehr raus hier. Ich muss mir vorstellen, ja, und das nur wegen einer Ampel. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, wegen einer Ampel. Hallo. S-Bahnhof Ehrenhofen Klinikum. Umstieg zur S-Bahnlinie S15. Oh, ernsthaft, jetzt kommt noch ein Zug. Ehrenhofen Klinikum. Nee, ich stehe schon immer noch falsch. Ah, Mann! Thank you.
Uffala, das ist echt anstrengend. So muss das sein. Hast du mal so richtig so am Stück, so musst du mal ein bisschen durchpowern hier. Bin gar nicht mehr gewöhnt, ey. Aber ich muss sagen, wirklich total liebevoll gestaltet die Karte, ja. Also, hier steckt auf jeden Fall hunderte von Stunden auf jeden Fall drin. Und das als eine Freeware-Karte, das ist immer wieder fantastisch, ja, was die Leute hier immer so auf die Beine stellen. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine bekannte Stimme, ne? Die Ansage ist ja natürlich jetzt kein Unbekannter. Und von daher... Ja, aber wie gesagt, trotzdem, ja, es ist immer wieder erstaunlich. Die lässt doch mehrere Payback-Karten einfach so im Schatten stehen. Richtig Respekt, Daumen hoch von mir. Ostschanze. Dieser Bus hat sein Fahrziel erreicht. Dagegen sieht ja mein Sie aus und wenden Sie daran Ihre persönlichen Gegenstände mit Landkreis Vosshausen richtig langweilig aus. Gefällt mir richtig gut. So sieht denn jetzt aus? Das ist eine Einbahnstraße. Respekt, hat Spaß gemacht. Definitiv hat Spaß gemacht. Die 821, geile Linie. Ab zur Ostschanze, würde ich sagen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie jetzt natürlich ein bisschen länger geworden ist und ich ein bisschen ruhiger, weil ich musste mich jetzt echt konzentrieren. 50 Minuten, da stand drin was mit 20 Minuten, nicht 50 Minuten hier. Aber absolut großartige Linie. 40 Minuten Pause, na, das ist doch meine Livestream-Linie, würde ich mal sagen. Leute, wir sehen uns. Bis dann, tschüss.